Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit mir, TMWS Draft. Lass uns weitermachen hier in dem unterirdischen Keller im Dorf Dali, ja. Wo man einfach mal Vivi in eine Kiste gesperrt hat. Wie krank ist das, ja? Und jetzt gucken wir mal, was es hier auf sich mit diesem ganzen Zeugs auf sich hat. Was ist das für ein Rauch? Moment mal, das ist kein Rauch, das ist Nebel. Was sollen wir machen? Öffnen. Oha. Was ist jetzt? Was kommt da auf uns zu? Was sind das für Teile? Sinus Penst. Okay. So, Vivi. Mach die mal alle platt mit deinem Feuer. Potion geklaut. Das reicht dann noch erstmal. Ich hoffe, die sind gegen Feuer empfindlich. Ja, sind noch nicht ganz K.O., aber es geht schon. Komm. Na. Jetzt reicht's hier. Mensch, die haben doch schon ein bisschen viel HP, obwohl man es nicht glauben mag. Feuer! Yippie! Na also, klasse Job, Vivi. Okay. Echokraut erhalten. Super. Ein Nebelmonster? Okay, Leute, irgendwie dämmert es mir, dass das etwas mit dem Nebel auch was ganz Schräges auf sich hat, der auf der Weltkarte und so ist. Das Zimmer vorhin, diese Maschine jetzt. Was bitte geht hier eigentlich ab? Wird hier der Nebel absorbiert und an die Maschine von vorhin weitergeleitet? Und was ist, sind das bitte für komischen... was sind denn bitte diese komischen Eier? Alter, ist hier irgendwie eine Monsterbrut oder sowas im Gange, oder? Also irgendwie ist es sehr, sehr gespenstisch. Aber sowas von... Potion. Ah, noch eine Kiste. Phoenix Downer. Oh, Phoenix Downer. Moment mal, irgendwie war mir auch so, als könnte man eine Phoenix Daune anlegen. Also ausrüsten. Ja, Vivi, jetzt, wo wir schon mal bei dir sind. Guck mal gerade, ob ich bei dir auch noch was anlegen kann, was du lernen könntest. Aber ich glaube erstmal nicht. Nee, dann ist es okay. Das ist okay. Nee, Phoenix Daune, aber Phoenix Daune, da war irgendwas. Wer funkt denn jetzt dazwischen? Der kann was erleben. Da, schon wieder dieses Nebelzeugs. Blödian. Und das alles in dreimal. Oh, ich glaube, es wäre mal gut, wenn ich das nächste Mal mit Lilly heilen würde. Weil das geht ja jetzt schon ein bisschen... Bisschen weit. Okay. Rufen Heilmagie. Vita auf alle. Schnell. Esprit. Ah, warte mal. Das absorbiert MP, oder? 14 MP. Ja, geht noch so. Aber mehr jetzt nicht. Jetzt reicht's. Nein. Die restlichen MP lässt ihr mir jetzt noch. Oh nein. Na, große Scheiße. Wir haben kein MP mehr. Junge, du warst doch vorhin gerade erst dran. Kannst doch mal langsamer machen hier. Also jetzt reicht's mir. Ja, Garnett, würdest du mir bitte... Hallo! Wieso sind die jetzt alle zweimal dran? Oder war dieser Esprit vorhin irgendwas wie, sowas wie ein Konter oder so?
Oh, jetzt. Wehe, ey, wenn die jetzt noch einmal. Ja, danke, Lilly. Danke. So, also. Vivi muss warten. Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen und jetzt. Also, jetzt ist nichts mehr hier. Keine Gnade. Lilly, du könntest vielleicht mal Vivi nochmal zum Leben erwecken. Und dann kümmern wir uns. Und kümmert sich zu da noch nebenbei um das andere Sinospenst. Boah. Diese Frechheit muss man sich mal geben. Wirklich. Ja, was ich hier leider in dem Spiel ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass die MP, die AP, die benötigt werden, die Phönixfeder halt einfach nur sehr, sehr minimal ist. So 9 HP sind es jetzt gewesen für Vivi. Das ist eigentlich voll die schwache Leistung. Aber ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen positiven Effekt hat, aber ja, weiß ich nicht. Aber für mich ist es zu wenig. So, also. Lilly, du musst einfach jetzt mal bitte deine Heilkünste spielen lassen. Ah ne, warte mal. Benutzen. Doch, wir waren schon richtig hier, ja. Ja, alle sind geheilt. Super, wundervoll. Ah ja, das hatten wir ja schon gehabt. So, jetzt will ich aber nichts mehr wissen von irgendwelchen blöden Gespenstern, die sich Sinospenst nennen. Scheint leer zu sein. Gott sei Dank, will ich sagen. Das sind ja Eier. Und diese seltsame Maschine, legt sie? Diese Maschine scheint zwar nicht von Nebel angetrieben zu werden, aber zweifelsohne kommt da Nebel raus. Ja, was zum... Alter. Hier bleibt, glaube ich, fast... das Herz stehen. Kitzerkraut für ein Chocobo? Sieht so aus, als würde das Laufband von einem Chocobo angetrieben werden. Aber wenn sie schon bei der einen Maschine Nebel verwenden, warum dann hier so halb, also so altbacken? Ey, die beuten ein Chocobo aus und die... Guck mal, das ist Tierquälerei. Da ist das Futter für den Chocobo und der Chocobo versucht es zu erreichen wie ein Hamsterrad, Alter. Das ist... Oh nein. Das will ich nicht sehen. Was ist das hier jetzt? Sieht aus, als würde die Maschine neben den Nebel verwenden. Aber sie scheint ganz... anders zu funktionieren als der Motor unseres Theaterschiffes. Ja. Wird die Tantalus, oder wird die... Schiff heißt doch Tantalus, oder? Also die Theatergruppe heißt so und das Schiff, glaube ich, auch, ne? Oder? Ja. Ich habe mal nebenbei, habe ich so in Erinnerung, dass, das irgendwie mal gelesen zu haben, dass die, ah, du hast keine MP mehr. Okay, das ist nicht so arg schlimm. Haben wir Aether? Ja, wir haben... Potion wurde aus dem Inventar entfernt. Ey. Bursche. Das gibst du zurück. Aber ganz flott. Klauen. Schwarzmagie. Ja, solange es nur eine Potion ist, ist es nicht so arg schlimm. So, Vivi gibt's ihm. All die Deppen hier unten werden jetzt verantworten müssen, was sie mit dir angestellt haben. Egal, was dabei herauskommt. So. Und Zidane macht noch den letzten Schliff. Ey, der hat ja Nerven. Alter, ich hab noch nie sowas ekliges, so freches erlebt. Beschütze lieber deinen Hintern, solange er noch da ist. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich kann was erkennen. Nein, doch nicht. Aber ich höre etwas. Schlüpfen die Eier etwa gerade? Die Eier schlüpfen? Schon? Uah, was ist das? Also... bis auf einige Details natürlich... sehen die Vivi aber ziemlich ähnlich. Was? Was sind die? Puppen, vielleicht? Da kommt wer.
Vivi, Lilly! Das kann doch nicht... Hat etwa Mutter... Das habe ich wohl keine andere Wahl. Boah, Hilfe, was machst du da, Zidane? Ah, entschuldige, aber jetzt kein Mucks mehr. Nanu, was war das gerade für ein Geräusch? Da war nichts, passt schon. Echt? Soll mir recht sein. Es wird langsam Zeit, etwas schneller bitte. Immer mit der Ruhe. Ah, Zidane! Vivi! Was? Sind die jetzt tatsächlich in dieser Kiste drin? Szenenwechsel? Jetzt zu Steiner? Also... Okay. Ich bitte euch. Es gibt da eine Persönlichkeit, die unverzüglich in das Schloss zurückgebracht werden muss. Ja, guck mal. Steiner, du passt ja nicht mehr auf die Prinzessin auf. Weißt du, wo sie sich gerade befindet? Ja, also, weiß ich nicht. Pluto-Truppe. Bisschen mehr Disziplin. Oder so. Bei Pluto. Oder sowas, keine Ahnung. Nee, Pluto, keine Ahnung. Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? Du bist wirklich lästig. So sollte es stimmen. Ja. Ich gehe mal kurz ins Menü. Guck mal, ob da nicht was ist. Kraftklinge. Nee. Du lernst Kraftklinge noch mit dem Falchion. Alles andere muss erstmal noch an dir haften. Hauptmann Adelbert Steiner. Als Hauptmann der Pluto-Truppe darf ich wegen solch einer Kleinigkeit nicht einfach aufgeben. Nee, das wirst du auch nicht. Das wird schon. Wow. Ist es immer noch da auf Dali? Ja, ist es immer noch. Das ist nur der Aussichtsposten. Oder was immer das ist. 135 Skill erhalten. Wow. Hier liegt einfach mal Geld rum. Und dann 135? Krass. High Potion erhalten. Ohne High Potion ist schon ein bisschen... Och, ziemlich gut. Ja. Huhuhuhu. Wow. Schönes kleines Häuschen. Diese... Warte mal, ist das die Tantalus, die da oben links als Modell schwebt? Dieser Duft beruhigt meine alte Seele. Willst du nicht etwa auch eine Tasse? Ha, Dank. Aber ich bin nicht gekommen, um eine Kaffeekränzchen abzuhalten. Nun sagt mir doch, wann das Frachtschiff eintrifft. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, im Namen Ihrer Majestät diesen Leuchtturm zu beschlagnahmen. Und dann? Dann werde ich euch befehlen, mir die gesamten Ankunftszeiten des Frachtschiffes aufzusagen. So sage es mir doch. Deine Trotzköpfigkeit hat dich, jungen Mann, doch bestimmt schon in die eine oder andere Verlegenheit gebracht. Was spielt das schon für eine Rolle, das Richtige zu tun? Darauf kommt es an. Oh, du meinst also zu wissen, was richtig und falsch ist? Ob falsch oder richtig, das weiß doch jedes Kind. Hohoho, du scheinst mir ja noch jünger zu sein, als du nicht aussiehst. Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? Hohoho, es sollte schon längst gelandet sein. Wahrscheinlich werden soeben die letzten Güter verladen. Was? Ich muss mich beeilen. Hab Dank. Die letzten Güter werden verladen. Ist das vielleicht auch... Was wird da verladen? Die ganzen Puppen da gerade? Da ist es ja! Das Frachtschiff! Jetzt kann ich endlich die Prinzessin in das Schloss bringen! Es stellt sich allein die Frage, wie ich die Prinzessin zum Einsteigen bewege. Was sehen meine Augen da? Was kommt da aus dem Boden hervor? Wozu nur diese ganzen Marionetten? Seit wir vor einem halben Jahr in der Produktion begonnen haben, wird schon eine ganze Menge vom Fließband gegangen. Ist doch egal, Hauptsache wir kommen so einfacher ans Geld als bei dieser lästigen Feldarbeit.
Was? Was ist denn das? Da kommt irgendwas angestampft. Ach du liebe Güte, schau dir mal dieses barbarische Gesicht an. Hä? Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber nix wie weg hier. Äußerst verdächtig. Was gibt es denn so viel aus diesem Dorf zu transportieren? Oha! Mir war so, als hätte sich das fast gerade bewegt. Ich muss mir Sicherheit verschaffen. Weil ich weiß, was da drin ist. Ich will ihn jetzt nicht so vor dem Kopf stoßen oder so. Nee, keine Ahnung. Dieses Wappen scheint meinen Augen doch tatsächlich vertraut. Oha! Es bewegt sich tatsächlich. Los doch, einen kräftigen Ruck. Das Fass kann sprechen. Kerl! Prinzessin, was geht hier vor sich? War es wieder dieser Kerl, der euch in diese Situation gebracht hat? Ruhe, Steiner. Jawohl. Zedan, ich weiß nicht, wie ich Vivi trösten kann, dass zwischen Vivi und dem königlichen Hof solch ein Zusammenhang bestand. Das muss ich ja erst noch rausstellen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt für Vivi da sein. Reiß dich zusammen, Steiner. Du darfst dein Vorhaben nicht aus den Augen verlieren. Ich muss die Prinzessin auf das Frachtschiff bringen, ohne dass sie Verdacht schöpft. Denn dann ist es nicht mehr weit bis zum Schloss Alexandria. Sag mal, Alter, weißt du, wo das Frachtschiff hinfliegt? Nach Lindblum, wie mir zu Ohren gekommen ist. Korrekt. Von wem hast du denn diese Information? Von dem alten Mann, der dort am Leuchtturm wohnt. Auf ihn ist Verlass. Merkwürdig. Merkwürdig. Prinzessin Garnet, Ihre Majestät, die Königin, erwartet dich im Schloss. So ist das. Ihr seid also Handlanger der Königin? Ihr? Was erzählst du da? Als ihr alle in der Höhle des ewigen Eises umgekippt seid, hat mich auch so einer überfallen. Du warst es also, der den ersten Tenor besiegt hat. Ich bin der zweite schwarze Tenor. Ich bin in jeder Hinsicht dem ersten überlegen. Widerstand ist zwecklos. Prinzessin, sei schönartig. Nein, ich werde nicht ins Schloss zurückkehren. Du widersetzt dich. Ist dir klar, was das bedeutet? Was soll das? Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin sicher wieder in das Schloss zurückzubringen. Das interessiert mich nicht. Widerstand ist zwecklos. Okay, eigentlich habe ich gehofft, dieser Kampf kommt erst später, aber ja, da werden wir das kriegen wir hin. Deine Freunde sind des Todes, Prinzessin. Wer sich mir in den Weg stellt, stirbt. Sollte in regelmäßigen Abständen dann mal heilen, vielleicht? Ja, nein? Komm, du gehst mal in die Abwehr. Du gehst in die Abwehr. Und Zedan, du klaust nochmal. Der wird mit Sicherheit noch was haben. Diebstahl fehlgeschlagen, das ist in Ordnung. Also wir haben irgendwas bekommen. Also schon mal was geklaut, aber was weiß ich jetzt nicht. Im Übrigen, falls ihr wissen wollt, was Sammeln ist. Sammeln ist eine Fähigkeit, was die Magie von Vivi steigert. Und das kann man einfach mal ein paar Mal tun. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mehrmals ist. Besitzt Zipfelmütze. Ah, Zipfelmütze noch. Sonst nichts mehr? Okay, noch einmal. Sammeln. Und, du? Nein. Heilmagie, bitte. Auf alle. Und klauen nochmal. Komm, Zedan, das kriegst du hin.
Da 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 Also so habe ich das öfters mal erlebt. Zipfelmütze geklaut. Oh ja, Steiner. Dein Auftritt. Komm, greif an. Rufen. Und alle anderen, macht jetzt mit. 600! Habt ihr diesen Meine Pflicht ist es, die Prinzessin zurückzubringen. Oh oh. Doch, Zidane ist im Trance. What the hell? Jetzt geht die Party, ey, aber richtig, 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 richtig. Du bist Geschichte, schwarzer Tenor Nummer 2. Haha, so spricht man ein Feuer. Oh nein! So, also... Gut, das... Kommt jetzt zwar etwas spät, aber vielleicht wird Steiner jetzt den letzten Schlag austeilen. Kombination fehlgeschlagen. Ja, gut. Ja, jetzt ist Oh, nee, ich habe hier eine Ability mit getätigt, die ersten, die nur mit Vivi geht. Ach, Mann, Kacke. Also, du machst bitte mal Phoenixfeder auf... Komm, mach noch einmal dein blödes Zauber-Dingsbums oder so, falls du etwas davon hast. So, bitte noch mal heilen. Weil wenn jetzt da noch mal K.O. geht, dann... Dann ist es doof. So, Vivi muss dann vielleicht erstmal liegen bleiben. So. Oh, greif einfach an. Der wird mit Sicherheit nicht mehr viel haben. Hoffe ich zumindest. Ha! Oh. Wie konnte das nur... Tut mir leid, Vivi. Du kommst gleich wieder auf die Beine, aber Vivi ist sowieso mit seiner Psyche gerade total angeknackst. Ja, also entschuldige mal. Er hat vielleicht, mitbekommen, wie er erschaffen wurde. Also, entschuldige mal, das ist schon ganz schön krank, was er da gerade gesehen hat, ja? Der schwarze Tenor 2. Ob er wohl wirklich im Auftrag von Mutter handelte? Aber Prinzessin, wie könnt ihr nur sowas denken? Schenkt den Worten dieses Unholden keinen Glauben. Die Tatsache eurer hoheitlichen Herkunft lockt allerlei Gesindel an. Soll das heißen, die Menschen haben von meiner Herkunft erfahren? Der angeborene Edelmut und das blaue Blut, das in euren Adern fließt, kann nicht so ohne weiteres versteckt werden, Prinzessin. Also, das sehe ich anders. Du hast natürlich keinen Plan... Von ihrer Bemühungen. Was, Alter? Dein Verhalten ist hier das Problem, weil du es mit dem Prinzessin-Getue immer wieder ganze Zeit wissen lässt. Ach ja, und wegen des Grenzübergangs. Ja? Ich schlage vor, wir im Frachtschiff mitzufliegen. Mit dem Luftschiff ist es auch gar keine große Distanz. Ich meine, es ist ja gar nicht mehr so weit bis nach Lindblum. Aber wollen wir uns davor nicht ein wenig ausruhen? Ja, ich glaube ja. Alles klar, dann erstmal zurück ins Dorf. Vivi, mach dir keine Sorgen. Wenn du in unserer Nähe bleibst, wird dir nichts passieren. Oh! Also, was soll man noch dazu sagen? Das ist ja... Was ist das hier? Dieses Dorf ist ja der reinste Horror. Wieder voll am Pennen. Hallo. Wo ist deine Klingel? Harry, bitte verzeiht. Aber ich dachte, sie hätten ihn schon längst gefangen genommen. Na, ein hübsches Fräulein anstarren gibt's sich aber nicht.
Nein, ist nicht das junge Fräulein, sondern, wie dem auch sei. Nur rein in die gute Stube. Ruhig Blut, Kalle. Hä? Boah. Alter. Dieses Dorf hat so dick hinter den Ohren. So, alle sind wohl auf, das freut mich aufs Höchste. Wir speichern mal ganz schnell. Kupo? Ja. Ich speichere Kupo. Und wir speichern hier auf dem freien Slot. Okay, liebe Leute, ich mache hier wieder eine kleine Pause und lasst es euch bis zum nächsten Mal gut gehen, ne? Und ich hoffe, ihr erlebt nicht solche krassen Dinge wie in eurem Leben, wie jetzt hier passiert ist. Schwarzer Tenor und Puppen herstellen und Vivi damit einen furchtbaren psychischen Schlag verpasst. Also entschuldige mal, nein, sowas macht man nicht. So, alles klar. Liebe Leute, lasst es euch bis zum nächsten Mal gut gehen und bleibt immer stets optimistisch, ne? Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Surf und ciao.